9,8 Punkte gegeben. Und das ist Maxi Gnauk. Maxi Gnauk, Zweite der Weltmeisterschaft 1979 im Mehrkampf hinter Nelly Kim. Allerdings ohne, dass Nadia Comaneci zu Ende geturnt hätte. Sie hat ja bei der Weltmeisterschaft verletzt aufgeben müssen. Diesmal ist sie, wie es scheint, in voller Stärke, in großer Form zurückgekehrt. Maxi Gnauk übrigens auch Weltmeisterin am Stufenbarren, zugleich mit der Chinesin Ma. China hier als Boykottland nicht dabei. Das heißt, leider nicht dabei. Die 15-jährige Turnerin aus der DDR bekommt am Boden 9,9 Punkte, die höchste Wertung ihrer Riege. Aber sie hat ganz hervorragende Noten, nämlich noch einmal 9,0 am Balken und 9,95 im Sprung und am Barren. Sie liegt nach der